Heute nehme ich euch mit zu den Profis. Mit denen darf ich trainieren. Bei der Eintracht. Wo sonst? Bestimmt habt ihr jetzt an Fußball gedacht. Nee, also mit Fußball habe ich nichts am Hut, aber vielleicht E-Sports. Arcade, Amiga, Atari, ach, was habe ich gern gezockt früher. E-Sports brummt. Millionen von Zuschauerinnen, Stadien rappelvoll, Amateurligen, Profiligen, Streamingdienste, die sich nur mit diesem Thema befassen. Wer Kinder hat, besonders Jungs zwischen 9 und 20 Jahren, der weiß, was da gerade Wichtiges passiert. Dass das Vereinsheim und Trainingsgelände der E-Sportler, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich bin gespannt, ob mein Zocken aus den 80ern mir helfen wird. Und jetzt treffe ich den Abteilungsleiter E-Sports. Max, sag mal, was machst du den ganzen Tag hier? Ja, das werde ich immer gefragt, aber ich zeig's dir gleich mal. Komm mal mit. So, große Überraschung. Ich dachte, wir holen gleich mal was raus, was deinem Alter entspricht, dass du direkt mal dran trainieren kannst. Das kennst du ja vielleicht noch, das gute Pac-Man-Spiel. Highscore 2,75, da zocke ich dich aber weg. Ja, jetzt seid ihr dran. Ah, guck mal, 200 Punkte abgeholt hier. Stark. Freunde der Nacht. Aber wie sieht denn jetzt euer Alltag aus im E-Sports? Ja, so einen richtig normalen Alltag gibt's gar nicht. Also hier in der Deutschen Bank eSports Academy haben wir einen ganz unterschiedlichen Alltag. Also eSports bedeutet natürlich auf der einen Seite Leistungssport. Das bedeutet, wir trainieren hier unsere Profis, unsere Profi-eSportler, mittlerweile schon über 13 Profis, die hier bei uns angestellt sind, beziehungsweise die für uns an Wettbewerben dran teilnehmen. Aber auch Nachwuchstalente als auch Breitensporttalente. Und wie international seid ihr? Bei unserem League of Legends Team einen Norweger, einen Australier, einen Österreicher, einen deutschen Spieler, also recht international aufgestellt. Und das ist auch üblich so. Jetzt habe ich dir beim Pac-Man aber bewiesen, dass ich gar nicht so schlecht bin. Wie sieht denn das mit dem Training aus? Und noch wichtiger, wann darf ich eine Runde bei euch zocken? Ja, wie es im Training ausschaut, das zeigt nicht ich dir, das zeigt einer unserer Trainer dir. Und es wird nicht gezockt, das ist ganz, ganz wichtig, sondern es wird aktiv trainiert. Das heißt, du wirst hier heute auch aus dem Trainingsraum rausgehen und wirst nicht mehr so viel Lust auf Zocken haben. Das ist Jan, einer unserer Trainer, um genau zu sein, Assistenztrainer in League of Legends. War selbst tatsächlich als Spieler schon mal bei uns, also war selbst aktiver Profispieler. Er zeigt dir einfach mal so ein bisschen, wie eigentlich so ein Trainingsalltag aussieht. Da fängt euer Tag aber früh an um 8. Genau, also da haben sie noch ein bisschen Freizeit. Die können dann quasi selbst entscheiden, ob sie hier vor Ort frühstücken wollen oder daheim. Aber ab 10 Uhr sollten die dann schon im Office sein. Was heißt Scrim? Genau, also Scrim ist quasi die Bezeichnung für die Trainingseinheit als Team. Es geht von 14 Uhr bis 19 Uhr und da wird halt wirklich gezielt das gepracticed, was wir uns als Ziel vornehmen. Genau, und Meeting. Also ihr spielt 5 Stunden am Computer. Genau, natürlich auch immer mit Pausen, also quasi ein Spiel geht in etwa 30 Minuten und dann haben wir eine Nachbesprechung, also eine Analyse von dem Spiel. Wir schauen uns halt an, was wir falsch gemacht haben, woran wir noch arbeiten müssen. Was genau trainiert ihr jetzt? Im Grunde muss man sagen, dass die Hand-Augen-Koordination sehr wichtig ist, dass man einfach gut mit der Maus umgehen kann. Das ist auf jeden Fall wichtig. Natürlich auch so Sachen wie einfach teamfähig sein, auch extrem wichtig, geduldig sein und auch rational denkend und selbstreflektierend sein. Abseits vom Spiel machen wir Dinge wie zum Beispiel Meditation oder Hand-Augen-Koordinationsspiele. Da haben wir hier auch die Tennisbälle und mit denen vor allem vor Start des Official Matches, die verwenden wir dann, um die Spieler ein bisschen warm zu kriegen. Also du müsstest jetzt einfach deine Hände hier, deine Handflächen drauflegen auf meine Hände. Okay. Genau. Und ich lasse dann entweder rechts oder links los und du musst versuchen, den Ball rechtzeitig zu fangen, bevor er den Boden berührt. Okay. Okay. Bereit? Ja. Hat ja mal super geklappt. Und das machst du in der Formel 1 genauso. Genau. Ja. Das heißt, identisch Hochleistungssport. Mhm. Genau. Das heißt, Lewis Hamilton fängt jeden Ball. Super. So, jetzt darf ich aber auch mal anrechnen. Ja. Jetzt wollen wir loslegen. Wir spielen League of Legends. Das Team besteht eben aus 5 Spielern und man muss versuchen, einen gegnerischen Nexus zu zerstören. Oh, Papa gefeuert, ja. Und jetzt bist du zum Beispiel eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, du kannst jetzt eine neue Fähigkeit erlernen. Ja. Genau. Und mit Q. Ah, okay. Genau. Das macht Spaß, der wirft das so. Das heißt, mit dem Q kann ich hier den. Das steht aber wieder ganz woanders. Ah, genau, weil du jetzt gerade gestorben bist. Oh. Ja.
Aber ich habe vorher eine Fertigkeit gewonnen. Ja. Super. Die hat immer so eine gewisse Abklingzeit und du musst halt immer warten, bis die Fähigkeit wieder verfügbar ist. Ach, schade. Und was ist jetzt passiert? Jetzt bist du wieder gestorben. Oh. Genau, deswegen. Weil du bist halt jetzt quasi im 1 gegen 2. Ja, ich bin da mitten rein. Genau. Eben. Vorsicht, der Turret ist... Der mag mich nicht. Ja. Der Turret ist sehr stark. Okay. Ja, ich vergleiche das Spiel immer ganz gerne mit Schach, weil eigentlich ist es so im professionellen Bereich, dass wirklich ein Team immer einen Zug hat. Und dann ist quasi das Tempo, nennt man im Spiel, ist dann aufgebraucht, also der Zug ist aufgebraucht und dann ist das gegnerische Team wieder an der Reihe mit ihrem Zug und es wechselt sich dann immer so ab. Aber wie lange braucht man, um ein wirklich guter Spieler zu werden und wie war das bei dir überhaupt? Also ich denke schon, dass man wirklich einige Jahre investieren muss, um dann wirklich an der Spitze anzukommen. Und selbst dann ist es nicht mal garantiert, dass man auch wirklich das Ganze professionell betreiben kann. Also ich bin nie mit dem Gedanken in das Spiel reingegangen, dass ich jetzt das Ganze irgendwann mal Vollzeit machen möchte. Das hat sich wirklich erst so nach ein paar Jahren entwickelt. Und trotzdem hatte ich aber als oberste Priorität, einfach mein Bachelorstudium abzuschließen. Und danach habe ich mich eben dazu entschlossen, das Ganze Vollzeit zu betreiben. League of Legends, wie lange gibt es das schon und wie entwickelt sich so ein Spiel weiter? Ja, League of Legends ist ein relativ alter E-Sports-Titel, also schon über 10 Jahre alt. Das ist relativ ungewöhnlich, dass Videospieletitel auch so lange so up-to-date bleiben. Aber League of Legends ist einer der beliebtesten E-Sports-Titel der Welt immer noch. Also über 100 Millionen Spieler, Spielerinnen auf der ganzen Welt, vor allem im asiatischen Bereich. Und vor allem auch ein extrem beliebter Zuschauertitel. Also zum Beispiel bei so einer Weltmeisterschaft schauen über 150 Millionen Menschen zu. Das kann man sich oftmals gar nicht vorstellen. Und es füllt auch Hallen. Also das füllt wirklich richtig Arenen, wo Leute zusammenkommen und die 10 Spieler, Spielerinnen da auf der Bühne anfeuern. Ich habe jetzt gesehen, eure Spieler haben jede Menge Skills. Ja. Wie sieht es denn mit der Veränderung aus vom Spieler vielleicht später in die Bank- und Finanzindustrie? Was muss man mitbringen? Ähnlich wie andere Sportler oder Sportlerinnen ist natürlich ganz viel in der Ebene Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, aber eben auch ganz besonders im E-Sports natürlich diese Konflikt-Stressresistenz als auch schnelle Lösungsansätze zu haben. Also ein E-Sports-Titel hast du ja selbst gerade erlebt, da muss man eigentlich ganz schnell reagieren können auf ganz verschiedene Situationen und das können die natürlich extrem gut. Spielst du heute noch? Ich spiele heute noch, ja. Nicht mehr so gut wie vor 10 Jahren vielleicht. Und auch sicherlich nicht so viel wie vor 10 Jahren. Aber ich glaube, da kommt man nie von weg.